Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge hier bei LS19 auf diesem Arsch. Ich habe gerade die Fahrzeuge durchgeschaltet. Ich sehe, unser Heu ist trocken. Gut, dann machen wir gleich mal das hier fertig. Wir werden beide Wiesen uns vornehmen, also die Wiese und dahinter im Weich. Hier mal ganz kurz mal den Kurs programmieren. Feldmodus, Kursgenerierung 24, Folgewende machen wir 1. Kursgenerierung zurück. Dann speichern und zwar ja, Schwatten. Feld 24, 15 Meter. Das ist dafür, dass ich nicht mehr weiß, wo ich laden muss für Ballenpressen. Beim ersten Wegpunkt einstellen. Ja, hoffen wir, dass er viel und ohne Probleme arbeiten kann. Tja, wir schalten weiter durch. Unser Wasserfahrzeug hatte Probleme. Ich weiß nicht genau was. Es kann sein, dass er hier irgendwo. Ne, ist er eh fast voll, ne? Mal ganz kurz gucken. Mal ganz kurz entlassen. Ob ich da irgendwo manuell. Bräuchte ich einen Reifen? Kann sein, dass der Punkt nicht erwischt wurde. Müsste eigentlich jetzt leer gehen. Bisschen weiter vor. Ich hatte ja mal einen größeren Wagen gehabt, einen kleineren. Gut, hat er jetzt erwischt. Jetzt ist der Wagen entsprechend größer. Das kann sein, dass dadurch der Punkt nicht erwischt wurde. Ja. Gut, der stand in einer anderen Richtung. Fehler von mir. Da werden wir mal entsprechend mal manuell in die Richtung bringen, ne? Dann ist er jetzt, er muss ja drehen und das ist natürlich blöd, ne? Wo die Richtung eine Quatsch ist. Oder er wollte drehen. Die Pfeile gehen in die Richtung. Mal ganz kurz überprüfen und warten, bis er hier am Zaun vorbei ist. Denn da ist meistens der Knackpunkt Zaun, wo unser eigentlich ganz gute kommt vorbei. So, das klappt. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Blocking, Mist, das klappt. Mist und Wasser. Super. Wasser ist nicht viel, was da reingeht. Also das ist eigentlich fast erledigt. Bodenprobe. Wieso geht der jetzt nicht weiter? Das verstehe ich nicht. Da werden wir wieder Pech haben. Da muss ich kurz gucken. Da sind wir jetzt in Richtung Feld 1, jetzt Feld 2.
Ich brauche einen Traktor mit Sägerät für Feld Nr. 54. Sägerät, Sämaschinen, wo sind die? Einer ist da, zwei. Ein Traktor. Ein kleiner Traktor. Mähwerke, zwei Stück. Ja. Nehmen wir unseren großen, wa? Ja, zwei machen ja die anderen Aufgaben, ne? Also Wasser und der Rübentraktor haben wir auch nicht gefunden. Gewicht, dann wird das kaputt, aber ansonsten der Rest ist heile. Wir fahren jetzt uns ein Sägerät anschauen und den checken wir dann entsprechend zum Feld Nr. 53. Die Garage fahr schon daneben, ne? Ach, da ist auch noch eins, dann nehmen wir das hier. Steht sowieso fast im Wege. Ja, unser Flug ist da. Was war das? Absturz. Zeit 06. Das muss ich dann rausschneiden. Das ist jetzt eine Fehlermeldung gewesen. Keine Ahnung von was, dann geht der Bildschirm weg. Ja, den müssen wir auffüllen, umstellen auf Gras gleich. Weil ich bin da in der Beziehung vergesslich. Also den Augenblick, wo ich es nicht einstelle und dann losschicke, kann sein, dass ich da passiert, dass ich das dann schon vergessen habe. Sämaschine 4,4, das ist okay. Wir werden auffüllen mit Dünger und mit Saatgut. Wir müssen den mit dem Flug erstmal aus dem Kurs nehmen, auf dem Weg. Der könnte auch die Aussaat vornehmen, aber wir nehmen das im anderen Häschen. Traktor, das geht noch, also mal. So. Oh, Entschuldigung. Ich denke mal, für Gras ist, glaube ich, egal, ob wir da nun Bodenprobe nehmen. Achso, ich wollte Dünger holen. Ne? Steht wieder ein Fahrzeug im Weg. Wie ungünstig. Ich hatte hier mal Gärreste hergefahren, selber. Und beim Abladen muss ich auch nicht dabei sein, ne? Hat er noch genug drinne? Ah, jetzt, oh, das ist rot. Sehe ich gerade, Stickstoff ist rot. Hat sich auch gerade vergrößert. Na gut, ist ja auch noch nicht gedüngt, ne? Düngen muss ja auch noch, ne? Also bei der Aussaat wird ja gedüngt. Zum Beispiel wie jetzt Dünger. Und bei der... Später wird nochmal gedüngt. Mit Pulver, mit Granulat, ne? Mit Körner. Na, Saatgut hinterher. Denn wir hatten ja auf Lenkung nicht mehr aktiviert. Als ich das, wenn ich aus dem Bildschirm rausgehe, dann macht sie das Lenkrad. Ja. Der Widerstand ist weg. Lässt sie noch alles bedienen. Gaspedal, Bremse, alles kein Thema, das geht. Aber die Lenkung ist dermaßen leicht, dass man mit einem kleinen Finger lenken kann. Und eigentlich zu empfindlich. Junge, das ist weiß, das ist rot. Jetzt zeigt die Karte immer automatisch den Modus an, Vergrößerung.
hilft noch nicht weiter. Ich fahre jetzt Richtung Feld Nummer O, beziehungsweise da lassen wir mal automatisch fahren. Dann können wir schon mal Bodenform nehmen. Feld Nummer 53, nee. Jetzt bin ich überfragt. 50. Das wäre ja ganz woanders. Auf geht's. Diejenigen jetzt dahin kommen, weiß ich nicht. Und da laufen wir hin. Die andere Richtung. Weil das Tappen geht irgendwo nur Stück für Stück Abschnitt. Blocking Mist ist auch voll. Ist die BGH also voll. Ja, hier läuft das jedenfalls. Dann ist die BGH voll. Aber wir können nicht auf 5 gehen, das ist zu schnell. Da kommen wir hinterher. Mal Bodenproben nehmen und der ganze Spaß. Das kostet Zeit und muss ja erstmal gemacht werden, ne? Die fahren immer, wir laufen aus dem MB-Truck. Springen über den Graben. Oh, hat nicht ganz gereicht. Die Schuhe. Oh, Stickstoff, okay. Pervierwert, okay. Stickstoff, 20 Kilogramm pro Hektar, Gras, Getreide, achso, P-Wert, schlecht. pH-Wert schlecht. Bestimmt nur mit Kalken sicherlich. Da ist wieder so ein, guck mal rein. Hier haben wir Sand, lehmiger Sand und Lehm. Ja, da habe ich ja, naja, eine ungefähre Struktur, kann man schon erkennen. Der Sand bleibt erhalten. Bodentyp. pH-Wert im grünen Bereich wäre eigentlich gut, glaube ich. Rot ist zum Glück nichts. Stickstoff ist grauslich. Ertrag, gut, ergibt nichts, ne? Also Düngen kommt ja mit den Pflanzen, ne? Wir fahren nochmal zum Feld 50. Also unser Düngen, glaube ich, was wir gemacht haben, vorher nicht mehr wirksam. Gut, das ist halt so, ne? Die Kurse können wir deaktivieren, das ist störend. Brauche viele Ressourcen am Rechner, sehe ich gerade zu können. Ne? Die sind wieder schön am Limit vom Prozessor. Ja, ist halt so. Aber die Grafikkarte ist, naja, nicht überfordert. So, Schnelllauf Richtung Feld Nummer 50. Das heißt geradeaus bis da hinten vom Deich. Auf dem Deich geht es weiter Richtung, ja, ich glaube Süden oder so. Alter, schlicht gehaltene Traktor. Ist auch mal was Feines. Steht Gras in der Straße. Optischen Fehler. War nur Optik. Zeit verziehen, ne? Schmelzt der andere Rechner eine Aufnahme? Ton. Mein Ton ist viel zu leise. Oder sind gut. Mikro zu weit weg. Ist immer eine schwierige Sache. Ich muss mir so ein Ding am Kopf besorgen. Ich habe also ein Teil schon da, aber ist leider. Ich brauche mit Sender. Und der kostet mir zu viel Geld. Und da bin ich auch nicht überzeugt von der Qualität. Weiß ich nicht genau, ob die Sämaschinen das schon können, also automatisch Fuchtungen geben, wie es die Bodenprobe es erwartet. Das weiß ich jetzt nicht. Also Feld 50 ist angekommen, irgendwo da oben links. Also
harte Bodentyp das ist. Ups. Wir fangen hier vorne an. In den Proben. Ah, da oben ist der Fahrer angekommen. Wir werden mal gleich mal sehen, dass wir das Pferd hinkriegen, ne? Wir haben das nicht hochgenommen. Hm. Wie super. Das war... Ist auch noch für unser Fleiß nicht gut, ne? Keine Arbeit, du. Alles schaffen wir gar nicht. Das ist ja nur ungefähr. Bin ja gespannt, was da noch kommt. Ne? Also, ist ja noch nicht fertig. Das ist ein Projekt für 2 Jahre. Und da bin ich gespannt. Was das denn für Optionen bringt, mehr für LS, ja, weiß ich, 21, 22, sucht euch aus. Egal wie er von Namen her heißt, wird was Neues kommen, in 1 Jahr etwa. Wenn es, naja, ich denke mir doch, ich lehne mir da auch nicht zu weit ins Fenster hinaus, weil auch die Entwickler wollen schon was leben, das heißt, sie müssen irgendwas entwickeln, was sich dann als neu ergibt, weil irgendwann ist ein Spiel ausgereizt und wir machen mal nichts vor, am meisten gibt es mehr Geld für ja, Neues, ne? Ich meine, jeder Entwickler braucht seine Zeit. Als Ausgleich kam ja das DLC um die ganzen Erweiterungen, kann man sagen. Dass ich ein neues Spiel kam, oder das jetzt ersetzt die Einnahmen nicht vom neuen Spiel, denke ich mal. Also, da schätze ich mal ganz stark, dass da was irgendwann. Na, jetzt haben wir Dezember. Wird zum ersten Mal Gerüchte meistens geben im Frühling. Also da wird es die ersten Gerüchte geben. Ob nun mit Absicht gestreut oder unabsichtlich, das haben wir hingestellt. Das ist die unterschwellige Werbung, ne, für das neugierig machen, ne. Denn jetzt würden wir eigentlich schon, wenn das Rhythmus so normal gewesen wäre, im neuen LS schon tätig sein, ne? Gut. Ohne Seasons. Naja, das könnte, naja. Weiß man nicht genau. Durchdrehende Reifen. Das muss jetzt die Meldung kommen. Ich habe keine Zeit. Der 7726, das müsste eine der Fahrzeuge sein. Nicht der Missfahrer, der ist. Könnte Wasser sein oder und weiß ich nicht. Wasser war voll. Oh, schon überzogen Zeit. Oh, so toll. Die Zeit vergeht wie Sau. Ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's. Ja, genau. Morgen geht's weiter mit Bodenanalyse für Feldnummer 53. Und gleich mal schauen, wer hier blockiert. Tschüss. Ciao, ciao. Winkel, Winkel. Bis dann und tschüss. Tschüss.